Willkommen zur heutigen Folge von Frequent Traveler Weekend Update. Heute mal aus einem ganz neuen Ambiente hier aus dem Garten. Das Wetter wird wieder besser, da will man raus. Ich bin jetzt draußen, wir haben 7 oder 8 Grad. Also auf jeden Fall, die Sonne brennt, das ist schön. Gestern waren es sogar fast 20 Grad. Aber bevor wir weitermachen mit meinem Wohlfühlgarten-Thema, einfach neue Themen aus der Welt der Meilenpunkte und Status und vor allem auch, was die Fluggesellschaften während Corona machen. Green Airlines, eine neue Fluggesellschaft, fliegt von Paderborn aus zum Beispiel nach Sylt, aber auch nach Zürich. Das soll ein neues Ziel werden. Alitalia hat wieder Staatshilfen erhalten. Lufthansa und Swiss haben wieder Flugzeuge rausgeholt. Die Lufthansa in dem Fall CEOs, also die alten, nicht die neuen Neos, komischerweise. Und dann die Swiss hat Flugzeuge rausgeholt. Warum? Ganz einfach die Nachfrage in Spanien. Die hat da für Riesenaufwind gesorgt und ja, Enthusiasmus fast. Sri Lankan Airlines klagt gegen Airbus. Dazu erzähle ich euch gleich mehr. Es geht eigentlich um 4 Airbus A350, die sie nicht mehr haben wollen. Thailand öffnet sich wieder für Geimpfte. Fast ehrlich gesagt Patienten, also Touristen, dass man auch Urlaub machen kann in Phuket ohne PCR-Test oder aber auch Quarantäne. Und dann gibt es noch weitere Themen, wie zum Beispiel die Fraport 1,15 Milliarden Euro Unternehmensanleihe, um den Betrieb weiter aufrechtzuerhalten. Die Boeing hat ein First-Class-Menü für zu Hause, das kennen wir auch von anderen Fluggesellschaften, die das machen. Und last but not least, die Boeing 737 MAX geht wieder in Dienst bei der Turkish Airlines, bei der LOT bald auch, aber da gibt es noch kein Datum. Aber jetzt für euch erstmal wie immer das Intro. Ihr kennt das ja schon nach dem Intro, Daumen hoch fürs Liken, Daumen runter fürs Disliken, wenn ihr also den Beitrag nicht mögt, aber auch Kommentarfunktionen unten immer schön benutzen und ich freue mich auf den Dialog mit euch. Das erste Thema, was uns wirklich sehr stark beschäftigt, ist ja PCR-Test nach Deutschland einreisen. Wann hat Mallorca als Hochrisiko oder als Niedriginzidenzgebiet, wie auch immer, nicht mehr auf dem Schirm gehabt, hat gesagt, hey, Reisen dorthin ist erlaubt, gibt keine Quarantäne mehr. Jetzt hat man aber gesagt, nee, das ist uns so ein bisschen zu viel, wie die Leute fliegen. Wir wollen PCR-Tests machen. Und da man halt nicht so eine Lex Mallorca machen wollte, hat man das wie folgt gemacht. Ab dem 30. März muss jeder, der nach Deutschland zurückkommt, einen PCR-Test vorweisen. Egal, wo man herkommt. Und das ganz Paradoxe an der Geschichte ist einfach, diese Pflicht hat man abgewälzt auf die Fluggesellschaft. Heißt also, wenn ihr am Counter steht, egal wo auf der Welt, ihr müsst, wenn ihr zurückkommen wollt, einen PCR-Test zeigen. Habt das nicht, muss die Fluggesellschaft euch die Rückreise verwehren. Was passiert dann? Das ist die Frage, die sich viele natürlich stellen. Ganz einfach, ab 30. März, wenn ihr den nicht habt, oder ihr habt sogar einen positiven Test, was ich nicht hoffe, dann müsst ihr vor Ort in die Quarantäne nach den örtlichen Bestimmungen, im Regelfall sind das 14 Tage, und euch danach testen lassen auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten. Sowohl der Test als auch die Quarantäne dann. Und komischerweise funktioniert es wirklich nur für Flugzeuge. Heißt also, wer mit dem Auto aus Holland kommen würde, könnte das problemlos machen. Wer aber aus Amsterdam mit dem Flugzeug kommt, muss den PCR-Test haben. Also insofern da eine absolute Ungleichbehandlung. Und was ganz wichtig ist, viele Länder haben 72 Stunden, Deutschland hat 48 Stunden. Das heißt also, der PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Und man rechnet halt mit 40.000 Gästen über Ostern auf Mallorca und da hat man dann halt einfach, weil diese 10-tägige Quarantänepflicht verfallen ist, hat man das dann als Reaktion gemacht. Ob es richtig ist oder nicht, schreibt es einfach in die Kommentarspalte. Ihr kennt meine Meinung, ansonsten auch bei Clubhouse gerne heute Abend wieder um 20.15 Uhr, da diskutieren wir solche Themen. Das nächste Thema, was ich spannend finde, ist, nachdem Lufthansa sich frisches Kapital besorgt hat, zum Beispiel bei einer Anleihe, hat das jetzt auch die Fraport gemacht. Sie haben halt einfach gesagt, sie wollen eine Unternehmensanleihe mit 1,15 Milliarden Euro, so ist es ganz genau richtig, holen. Und man hat bei den Anlegern auf reges Interesse gefunden und hat auch eine Überzeichnung. Also insofern ein gutes Zeichen. Und durch die Pandemie brach halt bei denen der Umsatz weg. Man hat 690 Milliarden Verlust gemacht im letzten abgelaufenen Jahr 2020. Und da müssen sie halt gucken, wie sie was machen wollen. Die 1.000 Euro, das war so ein Mindestwert der Anleihe, die man kaufen konnte,
umfasst eine Laufzeit von 7 Jahren und die Rendite ist mit 1,925% per annum. Und das ist also spannend. Und dann gibt es noch andere mit 1% oder aber mit 1,62% per annum. Dann sind die Laufzeiten nochmal etwas länger. Und damit hat man die, in diesem Quartal hat die 1,9 Milliarden, die man als Liquide braucht und da Cash haben muss, ganz einfach wieder in den Griff bekommen. Dann habe ich euch schon am Anfang erzählt über Sri Lankan Airlines, was da passiert ist. Ja, was ist bei Sri Lankan passiert? Ganz einfach, Airbus ist ja verknackt worden in England zu einer Strafzahlung. Man hat, weil man wegen Korruption, ne, die haben Geld gegeben, damit die Leute Flugzeuge kaufen, ist natürlich absolut scheiße. Haben die Engländer dann gesagt, okay, ihr zahlt jetzt einfach mal Geld. Und dann ist das Ding vom Tisch. Die haben das dann gemacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, Summe 2 Milliarden, 3 Milliarden, irgendwas, 2,6, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und in diesem Urteil, wenn man von Urteil sprechen kann, hat die Airbus und die Briten vor allem Sri Lankan Airlines genannt. Weil nämlich Folgendes passiert ist, Sri Lankan hat 4 Airbus A350-900 in 2015 gekauft und dann hat der damalige CEO 16 irgendwas Millionen an Kickback bekommen und 19 Millionen hat die Sri Lankan Airways schon angezahlt für die Flugzeuge. Für mich sehr, sehr spannend daher zu sehen, wenn Flugzeuge, die wirklich paar Milliardenwerte haben, wenn man diese Flugzeugbestellung sieht, dass man halt mit Peanuts, mit 19 Millionen einfach die Bude anzahlt. Also nicht so, wie man das kennt, hey, du kaufst das, dann musst du 20% anzahlen oder bei Fluggesellschaften, du willst einen Flug haben, dann musst du den Flug auch vorher bezahlen. Also da war wirklich ein minimaler Betrag und die in Sri Lanka haben gesagt, nee, das ist nicht gut, das ist nicht toll und Sri Lankan Airlines verklagt Airbus wegen Defamation, also Verleumdung, übler Nachrede und den ganzen Quatsch. Wobei Airbus in meinen Augen dafür gar nichts kann, wenn die Briten das nennen. Und was das Spannende ist, eigentlich wollen sie nur die A350 loswerden. Das heißt, also, sie wollen die Bestellung loswerden. Aber die sind ja schon länger dran, die Bestellung nicht mehr abzunehmen. Aber Airbus hat gesagt, nö, 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 das müsst ihr schon nehmen oder es wird Strafzahlung fällig. In diesem Fall hat Sri Lankan das über diesen Weg gemacht und auf 1 Milliarde verklagt. Kann man machen. Eigentlich will man nur die Flugzeuge nicht haben. Also es ist amüsant. Dann das nächste ist, bei Airbus thematisch wieder etwas Positiveres ist der Airbus A220-300. Das ist, ja, das ist der Kanada-Airbus, wie viele ganz böse will ich sagen. Die haben dem einen 1 Tonnen höheres Abfluggewicht verpasst und haben dann da Folgendes gemacht. Das heißt also, dass das maximale Startgewicht um eine weitere Tonne auf 70,9 Tonnen gestiegen ist und man kann nochmal 200 Seemeilen, also 370 Kilometer weiter fliegen als vorher. Und da muss man sich mal angucken, wie weit diese Flugzeuge fliegen können mittlerweile in dieser kleinen Bude. Und wir sehen das ja auch zum Beispiel bei den Freunden von AirBaltic. Die sind in Riga sehr happy mit dem Flugzeug, sind ja auch jetzt eine reine A220er-Flotte. Natürlich mehr aus der Not eine Tugend gemacht. Die 737er, die Dash und so weiter haben sie alles weg vom Hof, aber sie fliegen, und das ist das eigentlich, worauf ich hinaus wollte, nicht nur nach Abu Dhabi mittlerweile von da aus, sondern auch nach Dubai. Ist die Europa-Bestuhlung, aber wer es mag, kann es tun. Ich persönlich bin kein Freund von dieser Bestuhlung. Wer jetzt fragt, was natürlich bei der A220-100 passiert, dem kann ich sagen, bleibt alles beim Alten, da wird nichts verlängert, da wird nichts verändert. Also insofern ist das Thema da vom Tisch. Wer von uns einen Fetischismus hat für First Class, wer einen Fetischismus hat für Flugzeugessen, wer einen Fetischismus vielleicht sogar für British Airways hat. Es gibt ja Leute, die mögen British Airways. Ich persönlich war lange BA Gold oder muss sagen, ich fand British Airways immer durchwachsen. Es ist ein okay Produkt. Aber warum sage ich das? Man kann jetzt das First Class Essen nach Hause kommen lassen. 80 Pfund oder 100 Pfund. Und jetzt überlegt man, 80 Pfund, 100 Pfund für 2 Personen Essen, das ist viel. Ja, das ist viel. Und was es noch mehr macht, ist ganz einfach, dass dieses zusammen mit Feastbox, Do & Co. und British Airways gemacht wird. Man muss selber kochen. Ihr kriegt das im Prinzip, die Komponenten, und dann müsst ihr selber nach Anleitung braten und so weiter. Wer es also mag, kann es tun. Es gibt aber leider keine Geschirr oder irgendwas, wo man das dann auf ein Tablett oder mit
dem Service nachstellen kann. Oder ein Trolley, dass man die Frau zu Hause bittet, hey, servier mir das wie im Flugzeug. Also wie gesagt, das ist eine Möglichkeit. Die Essen sehen lecker aus, aber ich glaube, dass je nach Kochqualitäten die Ergebnisse sich doch durchaus unterscheiden können vom Borderlebnis. Die Idee ist ganz lustig, Lufthansa hatte das ja auch mal gemacht, beziehungsweise die LSG, um genau zu sein. Also insofern, wer es möchte, kann es tun. Gibt es leider nur im Moment in England. Ich hatte es eben gesagt, die beiden polnischen Fluggesellschaften LOT und Enter führen wieder die 737 MAX ein. Genauso wie das die Turkish Airlines macht. Im Gegensatz zur Turkish Airlines haben die anderen beiden aber kein Datum. Also die Türken wollen wieder fliegen ab Mitte April. Und Türkisch besitzt im Moment 12 Stück davon, haben aber über 50 weitere bestellt. Ja, ganz genau. Also das heißt, wir werden nicht drum herum kommen, mit der 737 MAX zu sprechen. Ich werde nochmal einen Satz dazu sagen, für alle, ich weiß. Ich finde, dass das Flugzeug ist sicher. Da ist nichts, was in meinen Augen ein Problem darstellt. Warum? Ganz einfach, das Ding ist getestet und da kann nichts passieren. Schön windig übrigens gerade. Also das ist das, wenn man draußen für euch mal einfach eine andere Perspektive filmen möchte. Damit sind wir auch wieder bei Austrian Airlines. Austrian Airlines hat hier in Tallinn viele Flugzeuge geparkt. Ich sehe das immer, wenn wir vorbei taxien. Die haben da, ich glaube, ich habe 8 gezählt. Die sind komplett noch verpackt. Aber die Austrian Airlines muss weitere Sparmaßnahmen machen. Und Alexis von Hönsbruch, CEO der Austrian Airlines, wer bei uns auch im Wien-Event dabei war, kennt ihn ja auch persönlich. Die Austrian Airlines, und das ist ein Zitat von ihm, wird nach der Krise eine ganz andere sein. Das Unternehmen wird schlanker, digitaler, moderner aufgestellt sein und mit einem Langstreckendrehkreuz wieder Österreich mit der Welt verbinden. Man hat also in der Strukturierungsphase wirklich die Büroeinheiten verkleinert. Man hat Leute entlassen, man muss LIDA-Leute entlassen, man hat die Dash aus der Flotte weg, man hat die 319er aus der Flotte weg. Und die Maschinen kommen auch wirklich nicht wieder. Und deshalb sollte die Flotte bis Anfang 2022 von 80 auf 60 Flugzeuge sich reduzieren. 60 Flugzeuge sind überschaubar, sind halt auch Langstreckenflugzeuge dabei gewesen, die weggegangen sind. Die 767er zum Beispiel, die ÖLAT, die ÖLAX, das waren Flugzeuge, die weggegangen sind. Also die Kennung ist ÖLAT, also ÖE für Österreich, LAT, Lima Alpha Tango, oder die OE, dann Lima Alpha X-Ray. Das waren noch Flugzeuge, die von der Lauda mit übernommen wurden. Und durch diese Flottenreduzierung braucht man natürlich weniger Mitarbeiter und hat 650 Vollzeitstellen gestrichen. Man geht also davon aus, dass man dieses durch die natürliche Fluktuation erreichen kann und damit dann auch die Kündigung vermeiden kann. Und der Michael Trestel, der ist ja auch Mitglied des Auer-Vorstands, und der hat da mittelfristig noch erzählt, dass man wesentlich effizienter fliegen muss. Und man hat die Melangerie, wie das in Österreich heißt, also Buy on Board, Essen in der Economy Class kaufen, vorgestellt. Ich habe leider nur Bilder gesehen, ich konnte mich aber von Kurt Hofmann, ein bekannter Freund, der Aviation Journalist ist und auch in Österreich der Aviation Hofrat, der hat das Backhandle mit Petersilkartoffeln probiert. Er sagt, das wäre sehr lecker gewesen. Also insofern bin ich da auch sehr positiv überrascht, wenn ich selber fliege, wenn es mir schmeckt. Also das wäre toll. Und dann habe ich damit auch wirklich kein Problem. Es sollte halt wirklich nur sichergestellt werden, dass das Essen da ist. Eine interessante Zahl für euch als Fakt. 500 Millionen hat die Umstellung gekostet. Da muss man gucken, wie viel Backhandel und Petersilkartoffeln die verkaufen müssen, dass die Bude sich wieder rentiert. Und last but not least, wie immer vom RKI. Es gibt keine neuen Virusvariantengebiete seit der letzten Änderung. Das heißt also, Österreich-Tirol als Bundesland gilt nicht mehr als Virusvariantengebiet. Slowakei und Tschechien gelten beide auch nicht mehr als Virusvariantengebiet. Dann gibt es zwei neue Hochinzidenzgebiete. Jetzt gilt das gesamte Frankreich, also das Land Frankreich, inklusive Überseedepartements als Hochinzidenzgebiet, und Departement Moselle gilt weiterhin als Virusvariantengebiet. Slowakei gesamte sind natürlich Hochinzidenzgebiet, genauso wie die Tschechen das auch sind. Einige neue Risikogebiete sind in Dänemark, Finnland, Israel, Kroatien, Norwegen, Österreich. Ich gehe da jetzt nicht einfach einzeln nochmal drauf ein, das sind immer einzelne Regionen. Da man ja meistens eh nach Helsinki fliegt, ist das natürlich dann relativ
überschaubar. Und die Gebiete, die nicht mehr als Risikogebiete gelten, sind in Finnland, Norwegen, gewisse Provinzenprozente auch wieder. Und natürlich die Tiroler hatte ich genannt. Also, da solltet ihr einfach mal gucken, wenn ihr reist, da hat es wieder Veränderungen gegeben. Denkt wirklich an den PCR-Test, wenn ihr zurückkommt nach Deutschland, weil ihr werdet gar nicht mitgenommen. Es geht auch nicht der Trick über die Schweiz, weil die Schweizer haben das schon länger, dass man einen PCR-Test haben muss. Also insofern, lasst mich wissen, was ihr jetzt von der heutigen Folge vom Frequent Traveler Weekend Update haltet. Ob ihr vielleicht auch die Location einfach mehr mögt als in meiner dunklen Höhle, hätte ich jetzt fast gesagt, ohne das Flugzeug im Hintergrund. Hier einfach schön im Garten. Ihr habt ja die Vögel gehört. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen die Nachbarskinder spielen gehört. Aber das, finde ich, macht das Ganze noch ein bisschen spannender. Also, ich freue mich auf eure Kommentare. Bis bald beim Frequent Traveler Weekend Update. Und heute Abend nicht vergessen, Clubhouse. Also, bis dann. Ciao.